freue mich, dass so viele hier sind bei diesem herrlichen Sommertag. Und Sommer war es auch auf Ibiza, als vor 2 Jahren 2 österreichische Politiker in eine Falle gelockt wurden. Sicherlich habt ihr davon gehört. Sie waren im Urlaub, entspannt. Und dann hat man sie eingeladen von einer angeblichen russischen Oligarchennichte, die Viertelmilliarde Geld haben sollte. Und man hat sie eingeladen in eine wunderschöne Finca oder solche Villa auf Ibiza, auf dieser Insel. Der eine Politiker wurde später Fraktionsvorsitzender und der andere sogar Vizekanzler in Österreich, einer konservativen Partei. Und was ist geschehen? Man hat sie betrunken gemacht. Man hat viel Alkohol hingestellt und die haben zugegriffen. Und dann waren sie angeheitert und dann hat man ihnen Fragen gestellt. Ja, was würden Sie tun da und da und würden Sie das Geld da einsetzen? Und man hat dann alles gefilmt mit 6 Kameras, 6 heimlich versteckten Kameras. Ihr habt sicherlich in der Presse gehört, die ganze Presse ist ja voll schon die ganze Woche davon. Und das wurde jetzt alles 2 Jahre später vor der Europawahl veröffentlicht, die ja heute ist. Da wurde das alles veröffentlicht. Sicherlich kein Zufall. Aber, liebe Freunde, der Skandal führt so weit, dass jetzt die österreichische Regierung sich aufgelöst hat und Neuwahlen angeordnet werden mussten, die wahrscheinlich für die Opposition nützlich sind. So läuft Politik. Wir können sagen, Politik, ein schmutziges Geschäft. Aber wir wollen nicht mit Finger auf andere zeigen. Die Frage stellt sich uns, was können wir als Christen aus diesen Entwicklungen, was da in Österreich oder Ibiza geschehen ist, war ja dort im Urlaub, was können wir daraus lernen für uns persönlich als Warnung? Ich habe mir 3 Punkte notiert. Mindestens 3 Dinge können wir persönlich für unser Leben daraus lernen. Erstens, lass die Finger weg vom Alkohol und jeglicher Art von Rauschmitteln oder Drogen, weil das den Verstand benebelt. Das Zweite, was ich auch gleich ausführen werde mit Gottes Hilfe, rechne damit, dass du immer und überall gesehen und gehört werden kannst, bei der heutigen Technik. Ja. Und das Dritte, bitte Gott, immer um Weisheit im Wandel und um die Zucht der Zunge. Also die 3 Punkte möchte ich jetzt mit uns betrachten. Das Erste, lass die Finger weg vom Alkohol und jeglicher Art von Rauschmitteln und Drogen. Wir haben gesehen, wie sich das ausgewirkt hat. Wir wissen ja, Alkohol in größeren Mengen wirkt enthemmend, löst die Zunge und vernebelt den Verstand. Ich möchte zu allem jetzt auch biblische Belege bringen. In Sprüche 23 ab Vers 20 lesen wir Folgendes. Und das gilt also nicht nur für den Wein, der sicherlich auch im Abendmahl eine positive Wirkung hat. Ja? Das wollen wir nicht pauschalisieren. Aber die Bibel warnt uns ganz klar vor den Gefahren, die alle Dinge auch auf dieser Welt mit sich bringen können. Gerade auch alles, was Rauschmittel sind. Natürlich gehören dazu dann auch so richtige Drogen, auch die den Verstand einnebeln, aber Alkohol in größeren Mengen dann. Und man sollte auch nicht klein anfangen, weil viele haben nicht die Kraft zu widerstehen. Das ist gefährlich. Und da heißt es in Sprüche 23, geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben. Auch da kann man süchtig werden. Und dann weiter heißt es, denn Säufer und Schlemmer, also Fresser, würde man heute sagen, verarmen und Schläfrigkeit gleitet in Lumpen. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, die spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter. Zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Genauso ist den Politikern passiert. Da plötzlich haben sie Sachen gesagt, die sie im nüchternen Zustand bestimmt nicht gesagt hätten, vor allem wenn sie noch gewusst hätten, dass gefilmt wird, was ja illegal ist. Aber seltsame Worte, verdrehtes Zeug, törichte Rede. Und du wirst sein wie einer, heißt es weiter, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Und dann spricht dieser Betrunkene oder Psoffene, man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es weiter so treiben, ich werde ihn wieder aufsuchen. Und seht ihr, da ist schon die Sucht. Der Mensch kommt nicht mehr raus aus seiner Sucht. Ob es Alkohol ist, letzte Woche haben wir gehört von Internetsucht, von den Medien, die immer raffiniert aufgemacht sind, Computerspiele und alles, wo die Menschen, nicht nur Jugendliche, auch ältere Menschen leider immer mehr in die Sucht hineingezogen werden, immer mehr der wirklichen Welt entrissen werden und oft gehen dann auch die Familien
darunter kaputt. Welche Not, aber Gott sei Dank kann der Herr Jesus davon befreien. Ich werde am Schluss noch darauf eingehen. Und jede Art von Drogen. Dann das Zweite, und das betrifft uns auch gerade in der heutigen Generation mehr als je zuvor. Rechne damit, dass du immer und überall gesehen und gehört werden kannst. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt eine Kamera dabei haben, den Gottesdienst filmen. Er wird auch offiziell gefilmt, aber es gibt manchmal auch inoffizielle Aufnahmen, die vielleicht nicht unbedingt immer so gut sind und am richtigen Platz. Heute musst du überall, wo du gehst und stehst, auch in der Stadt, wenn dich jemand anspricht, damit rechnen, dass deine versteckte Kamera hier im Revers hat und dich damit filmt, was du sagst. Das ist bei der heutigen Technik nicht unmöglich. In jeder Wohnung können Abhörbanden versteckt sein, es können Kameras sein, vor allem in den Smartphones. Da kann alles auch gefilmt werden und auch über die Videogeräte und so, Fernsehgeräte. Da sind auch Kameras eingebaut, wo man das umdrehen kann und dann die Wohnung filmt, wo alle Gespräche aufgenommen werden können. Und natürlich jeder, der im Internet surft, hinterlässt, ob er es will oder nicht, seine Spuren. Man kann nachverfolgen, auch wenn du es gelöscht hast, die Polizei hat Mittel auch da noch zu rekonstruieren, wo man überall gewesen ist, welche Seiten man sich angeschaut hat. Also es gibt Überwachung auf den Autobahnen, über die moderne Technik, überall. Und gestern hat mir auch noch jemand gesagt, bevor ich jemand einstelle in meine Firma, gucke ich erst mal im Internet, was ich alles über ihn finde. In Facebook, in Twitter, in Instagram und so weiter. Da wird genau recherchiert, was hat er für Bilder von sich gepostet, ist es ein ordentlicher Mensch oder ist er eher lächerlich und solche Dinge. Und da hat man schon viel schlechtere Chancen, eine Anstellung zu kriegen. Das will ich einfach vor allem auch den jüngeren Menschen sagen, die ja oft so arglos mit diesen Dingen umgehen und gar nicht wissen, was sie sich und manchmal auch anderen antun. Man kann die Medien auch positiv nutzen, ganz klar, aber man muss um die Gefahren wissen. Die allseitige Kontrollierbarkeit und der gläserne Mensch, wie man auch sagen würde. Also Überwachung überall und in Offenbarung 13 kennen wir die bekannte Stelle, dass auch das Tier aus dem Meer, der Antichrist, sich einmal ein Bild machen wird, ein Bild von ihm aufgestellt wird, der falsche Prophet wird es aufstellen lassen für diesen Antichristen und das Bild wird angebetet. Dieser Verführer, dieser satanisch inspirierte Gewaltherrscher und Diktator der Endzeit mit dem EU-Superstaat und mit der Weltregierung, was ja immer mehr sich auch vor unseren Augen aufbaut, diese Globalisierung, die vorangeht, heute ist ja auch ein Entscheidungstag in Europa, bei diesen Wahlen wieder, werden wir für die Globalisierung stimmen oder dagegen, aber ich will da nichts weiter dazu sagen. Aber das ist die Frage, ja, wo ist da unser Platz? Wir sollten uns kein Bildnis machen und auch nicht zu viel von uns preisgeben in den Medien. Aber es gibt auch noch jemand, der uns sieht, immer wieder sieht. Wisst ihr, wer das ist? Nicht nur Menschen, sondern auch Gott. Und das möchte ich nicht verschweigen. Und die Frage an euch, wenn ihr wisst, dass Gott alles, was wir sagen, hört, dass Gott alles, was wir denken, weiß, dass Gott alles, was wir tun, sieht, macht uns das glücklich oder unglücklich? Antwort? Ganz ehrlich, nicht immer ganz glücklich, oder? Denn jeder von Natur aus ist ein Sünder. Wir leben unter der Macht der Sünde von Natur aus, wenn wir nicht Kinder Gottes sind. Auch Kinder Gottes können leider noch sündigen, in Gedanken, Worten und leider auch Taten. Aber wie gut, wenn wir einen Erlöser haben, der uns reinwäscht durch sein Blut, der dieses Konto der Sünden durchstreicht, am Kreuz auf Golgatha, wo er sein Blut vergossen hat, um uns reinzuwaschen. Sonst könnten wir unseres Lebens nicht froh sein. Ich möchte einen Beleg dazu lesen, dass Gott alles sieht und alles weiß. Bekannteste ist sicherlich hier der Psalm 139. Nur einige Verse daraus. Da steht, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ob ich sitze oder aufstehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nur soweit. Also einerseits, ja, die Furcht vor Gott, der alles weiß, das ist auch heilsam. Es bewahrt uns vor manchen Sünden, wenn wir wissen, einer sieht mich garantiert. Auch wenn ich im Stillen irgendwas vielleicht tue, was nicht recht ist. Wo ich denke, kein Mensch weiß es, aber Gott weiß es. Aber andererseits steht ja auch hier, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott beschützt uns auch, er trägt uns, er leitet uns durch seinen Heiligen Geist, wenn wir seine Kinder sind. Er möchte uns auf dem schmalen Weg bewahren und seine Gnade schenken, seine Liebe
Und das macht uns getrost. Wir sind umgeben in einer Umhüllung der Geborgenheit Gottes, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, wenn wir den Herrn Jesus in unser Herz aufgenommen haben, wenn wir wissen, ja, von dir, Herr, bin ich geliebt. Und das macht mich getrost. Es gibt auch bei mir Situationen, wo ich denke, oh, das hätte Gott jetzt vielleicht lieber nicht sehen sollen. Aber dann habe ich die Möglichkeit, auch auf die Knie zu gehen und den Herrn um Vergebung zu bitten. Es hat nur der Christ jemanden, der ihn reinwäscht von aller Schuld. Das ist der Herr Jesus Christus. Also, Menschen sehen uns und wir sollten vorsichtig sein mit dem, was wir sagen. Darauf komme ich jetzt gleich als letzten Punkt. Das ist ja jetzt die Kurzpredigt. Aber auch Gott sieht uns. Und doch noch eine Stelle dazu, dass Gott alles weiß und dass das auch im Gericht wichtig sein wird, ist Offenbarung 20, das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Das steht in Offenbarung 20. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ich sah ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Nun, ich denke, Gott, er braucht jetzt kein buchstäbliches Buch mit so Buchstaben, wie wir die Bücher haben. Aber es ist hier gemeint das Gedächtnis Gottes, in dem alles, was auf der Welt geschieht, im ganzen Universum, weil Gott ja allmächtig und allwissend ist, alles gespeichert ist. Heute kann man sich so blass vorstellen mit der Filmtechnik, ja, wenn unser ganzes Leben gefilmt würde und dann vorgespielt, ja, das würden wir da alles sehen. Und so kann man sich vorstellen, Gott, der hat noch viel besseres Gedächtnis als jeder Mensch. Er weiß alles. Er weiß das Gute und das Böse. Aber er weiß vor allem, ob du sein Kind bist oder ihn ablehnst. Und wie wunderbar, wenn wir die ausgestreckte Hand Gottes angenommen haben und mit ihm leben dürfen und in den Himmel eingehen dürfen und nicht in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Und das Entscheidende ja in Offenbarung 20 ist, sind nicht die vielen Bücher, die geöffnet werden, wo alle Taten drinstehen, gute und böse. Danach könnte keiner gerettet werden nach unseren Taten. Auch wenn es auch ein paar gute gibt, aber es gibt auch immer böse, die uns vom Himmel ausschließen. Deshalb brauchen wir den Eintrag in das entscheidende Buch, das Buch des Lebens, das Buch des Lammes, Jesus Christus. Nur wer in diesem Buch geschrieben steht, so heißt es in Offenbarung 20, Vers 15, nur der wird gerettet. Wörtlich heißt es, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Das ist die ewige Verdammnis, die Gehenna, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und nun das Dritte. Das Erste war also, lass die Finger weg von jeder Art von Betäubungsmitteln, von Drogen, von Rausch, von ekstatisierender Musik, von Trance, von Hypnose, von falschen Handauflegungen in der Pseudocharismatik und so weiter und so fort. Lass da die Finger weg. Und das Zweite, rechne damit, dass du immer und überall gesehen und gehört werden kannst, von Menschen, aber auch von Gott. Und von Gott, das tröstet uns auch, dass er uns hindurchträgt, dass er uns lieb hat und hält als seine Kinder. Und das Dritte also, bitte Gott immer um Weisheit im Wandel und um die Zucht der Zunge. Stellt euch vor, ihr werdet in eine solche Situation gekommen, ihr werdet von jemand eingeladen worden, wie diese Politiker. Man weiß nicht, ob man sie bedauern soll oder nicht, denn was sie gesagt haben, war natürlich völlig inakzeptabel. Aber man muss auch die Umstände wissen. Und die Frage stelle ich mir wirklich, wenn mich jemand in so eine Situation geführt hätte, hätte ich da vielleicht auch Dinge gesagt, im Lauf von 7 Stunden, es war eine lange Unterhaltung, wo man dann noch provoziert wird zu was und vielleicht sich ärgert oder Dummheiten dann. Jeder von uns sagt auch mal irgendwas Falsches. Aber umso mehr, wenn wir wissen, wie das alles von Gott gesehen wird und von Menschen, sollten wir den Herrn wirklich um Weisheit bitten. Aber wie oft habe ich auch schon und hast vielleicht auch du schon in Worten versagt und Dinge gesagt, die du nachher bereut hast. Und da gibt es aber die Möglichkeit, es wieder in Ordnung zu bringen. Solange dieser Mensch noch lebt, den man vielleicht verletzt hat, sag ihm doch ein liebes Wort und sag ihm, es tut mir leid, das, was ich gesagt habe, war nicht in Ordnung. Ich möchte auch dazu abschließend noch eine weitere Bibelstelle lesen. Jakobus 3, sicherlich eine der bekanntesten Stellen, über die Zucht der Zunge, die Erziehung unseres Redens, die Disziplin in der Sprache. Und dazu gehört auch eine reine Sprache, dass wir keine Fäkalbegriffe, diese sogenannte Gossensprache oder Jugendsprache benutzen, sondern wirklich eine reine und geheiligte Sprache im Umgang miteinander. Und da heißt es in Jakobus 3,
Wir alle verfehlen uns vielfach. Also da schließt sich keiner aus. Wir Menschen, das steht hier und das ist auch tröstlich zu wissen, wir alle verfehlen uns vielfach. Aber dann heißt es gleich danach in Jakobus 3, Vers 2, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, also das heißt, wenn jemand nie etwas Falsches sagt, dann ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Aber das können wir nur durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, der unsere Zunge bewahrt. Denn keiner von uns ist so vollkommen, dass er sich nie im Wort verfehlt, aber es ist hier der Maßstab Gottes, der uns vor Augen gehalten wird. Und dann heißt es noch weiter, so ist auch die Zunge, mit der wir reden, ein kleines Glied und rühmt sich durch große Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. In Österreich hat dieses private Gespräch in dieser Villa jetzt zum Sturz der Regierung geführt. Stellt euch vor, das beste Beispiel. Ein ganzer Wald wird angezündet. Eine ganze Welt steht in Flammen. Das beeinflusst auch jetzt die Wahlen, die heute sind in ganz Europa. Dieses eine Gespräch von zwei Personen mit anderen in einer Villa ist unglaublich. Nicht? Das ist genau ein gutes Beispiel, wenn du irgendwo ein Streichholz in einem trockenen Wald liegen lässt. Das kann den ganzen Wald in Brand stecken. Und so ist auch mit der Zunge. Etwas unbedacht gesagt und dann entsprechend verbreitet noch durch die heutigen Medien, die uns Christen ja nicht immer freundlich gesonnen sind. Und dann kann vieles passieren. Also wir wollen wirklich beten um Weisheit, auch bei den Predigten, bei allem, was wir auch von der Kanzel sagen. Ganz besonders, da haben wir eine große Verantwortung, dass wir möglichst nichts Falsches sagen mit Gottes Hilfe. Unser aller Erkenntnis ist Stückwerk. Aber gerade wir Prediger auch, die wir immer wieder hier vorne stehen, dürfen oder müssen, je nachdem, wie man sieht. Aber wenn es eine Berufung ist, dann tun wir es auch gerne. Welche Verantwortung haben wir mit der Zunge, dass der Herr uns bewahrt vor falschen Lehren? Die Zunge ist ein Feuer, heißt es weiter, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Also wollen wir den Herrn bitten, dass er uns leitet im Denken, Reden und Handeln. Wollen wir den Herrn bitten, dass er uns bewahrt vor Sünde und uns auch reinigt, wenn wir doch versagt haben. Wenn wir so leben, dann werden wir zu ihm ins Himmelreich eingehen. Amen.